seid ihr ja. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Petram Alizade. Wir befinden uns aktuell am Standort Kurfürstendamm. Ich habe mir heute den Dennis Neumann zur Seite genommen. Der steht uns Rede und Antwort heute. Hab ein nettes Gespräch vorbereitet. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. So, da sind wir auch schon und ich habe hier den netten Dennis bei mir auf der Couch. Er hat tatsächlich aus seinem Urlaub zurück und hat sich bereit erklärt, in seinem Urlaub bei uns zu sein. Schön, dass du da bist, lieber Dennis. Hi. Kannst du uns mal erzählen, wer du bist und was du machst bei der Binde? Na klar. Also, mein Name ist Dennis Neumann. Ich bin 33 Jahre alt, bin so ein Volksbank-Eigengewächs. Das heißt, ich habe hier gelernt, ich habe hier studiert. Und habe mittlerweile schon relativ viele Standorte bespaßt und darf jetzt seit ungefähr einem Jahr die Filiale am Kudamm leiten. Jetzt hat sich ja der Kudamm entwickelt. Ein neues Konzept, das Kurfürstendamm wurde umgebaut. Wie ist der Umbau mit der Filiale bei den Kunden angekommen? Überwiegend sehr gut, muss ich sagen. Wir haben natürlich immer den einen oder anderen dabei, der da reinkommt und seine Witzchen macht von wegen, da sind meine Kontoführungsgebühren oder oh, da sind meine Negativzinsen. Das ist nun mal so. Aber ich würde mal schätzen, dass 90-95% der Menschen, die reinkommen, sehr zufrieden sind. Mhm. Optisch ist natürlich sehr, sehr schön geworden, aber auch prozessual hat sich viel getan, wodurch viele Sachen einfach schneller, schlanker und einfacher geworden sind für die Menschen, die sich unsere Kunden nennen. Freut mich wirklich zu hören. Muss ich gestehen, aus der Praxis ist es mir auch so aufgefallen. Ich persönlich empfinde das auch so. Wie hat sich aber dein Arbeitsalltag dadurch geändert? Hat es sich überhaupt geändert? Ja. Kannst du uns darüber was erzählen? Na klar. Grundlegend. Grundsätzlich war es früher ja so, dass wir auf Terminbasis gearbeitet haben. Mittlerweile ist es so, dass wir mit unseren Kunden alles auch spontan machen. Dafür haben wir ein neues Ticketing-System eingeführt. Und das wiederum führt dazu, dass unsere Schwesterstandorte, Nachbarschaftsstandorte Kunden halt auch spontan zu uns schicken und die Kollegen aus dem privaten Kundenservice, sprich am Telefon auch zu Kunden sagen, wenn es schnell gehen soll, geht ruhig zum Kudamm. Mhm. Davon losgelöst ist der Kudamm natürlich immer auch ein hochfrequentierter Standort gewesen. Jetzt kommen halt noch mehr Menschen. Das ist ein guter Punkt. Wie haben das denn deine Mitarbeiter aufgenommen? Grundsätzlich auch dort dasselbe Thema. Also man muss sich auf Veränderungen erstmal einlassen, man muss sich anschauen, wie tangiert es mich, was ist anders, was ist neu. Und nach 6 Wochen lässt sich sagen, dass auch die Mitarbeiter die Änderungen sehr, sehr gut finden, weil wir natürlich, so wie ich es gerade gesagt habe, spontan viel mehr auf Kunden eingehen können. Es ist strukturierter und das Ganze ist ja auch ein lebender Prozess. Wir sind noch lange nicht fertig. Optisch ist es fertig, es ist schön geworden, aber das, was hinter der Steckdose passiert, entwickelt sich ja immer weiter. Das heißt, wir arbeiten ja immer noch daran, die Prozesse weiter zu optimieren, um halt noch schlanker, noch schneller, noch zeitgemäßer auf die Menschen, die zu uns kommen, halt eingehen zu können. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, Dennis. 13 Jahre BVB, gibt es ein Erlebnis, was dir noch im Kopf, das du in Erinnerung behalten hast? Und kannst du das uns mal erzählen? Ich hab natürlich ganz viele schöne und auch nicht so schöne Erlebnisse, die ich hier wahrscheinlich alle nicht erzählen darf. Was ich erzählen kann, ist, ich habe mich als Azubi mal fürchterlich zum Klops gemacht, als ich ein vollbeladenes Tablett mit Sektgläsern im Vorstandsbüro verteilt habe. Und die ist infolgedessen hangen bestimmt noch 6-7 Jahre bis zum Abriss unseres alten Verwaltungsgebäudes noch ein Foto von mir, wie ich staubsaugend durch das Vorstandsbüro geturnt bin. Hallo Frau Hach. So. Ja, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Find ich echt toll, dass du auch im Urlaub für uns da warst. Das war's auch schon und wir sehen uns. Bis bald.